Ja, würde ich machen. Gut, dann gib mir bitte erstmal eine Probe auf Zimmermann. Ich erschwere sie dir um 5 Punkte, weil alles sehr morsch ist und alles ja, ekelhaft vermodert und verwahrlost ist. Neuner maximal Schwernis geschafft, ist also. Und du findest einen Punkt, an dem du dich etwas stabilisieren kannst, um zu einem Sprung anzusetzen. Athletik. Athletik. Kann ich auf Körperbeherrschung ausweichen? Ist möglich mit einer plus 10. Es ist nicht nur plus 5. Johnny hatte da mal was. Nee, von körperlich auf Oh. körperlich ableiten, plus Ich 10. glaube, ich bin mir sehr sicher, es ist plus 5. Könnt ihr einen Blick in Veedos Schwert klären? Schade dran. War Athletik Schwert? Nee, ne? Erst Oder? einmal nicht. Ich glaube, die sowieso Sprungreichweite wäre. Kommt ein bisschen wieder auf den THW an, ne? Aber kannst du einfach mal würfeln. Ja, ich War würfel richtig Athletik. abstrus, oder? Die ist abstrus groß, hatten wir damals irgendwann festgestellt. Ach, nö, ja, das wird's wohl sein. Ja, also du überlegst kurz, ob du ableitest und das Ganze dann eben einfach nur kräftig machst, aber du machst es dann eben doch wesentlich geschickter und kannst, nachdem du abgepasst hast, die Blicke der anderen gehen wohl gerade mit viel Singsang in Richtung des Meeres raus, einen kräftigen Sprung auf die andere Seite retten. Ja, ich fange mich erstmal ab, leg mich wieder auf den Boden, kurzer Blick über den Rand, ob mich irgendwer gesehen hat, warte auf einen Ausruf, wenn da nichts kommt. Unter dir hörst du Bewegung. Die Gebäude sind wohl, auch wenn es Ruinen sind, belebt. Da sind Leute drin. Du hörst lautes Quaken und Flatschen. Ist das dann ein Loch im Dach? Ja. Nee, ich bin nicht neugierig und warte, bin ich neugierig? Das Würfel mal schaue auf ich kurz nach. Selbstbeherrschung, erschwert um Neugier. Denk dran, dass deine Selbstbeherrschung um LKP-Stern halb erhöht ist. Nee, ich habe gar keine Neugier. Hast du Das, keine? Jeder ich gute habe Abenteurer ist neugierig. ich bin nicht Neugier, neugierig. Jähzorn und Rachsucht. Dann Aber würfel trotzdem eine Selbstbeherrschungsprobe, die nicht erschwert ist um Neugier. jetzt willst du es wissen. ja, ist geschafft. Ich muss da keinen Blick rein riskieren, mach da auch einen größeren Bogen um das Loch herum und diesmal achte ich auch drauf, dass ich leise krieche. Denn ja, wenn jemand unter mir ist, müssen die mich jetzt nicht unbedingt hören, bis ich auf der anderen Seite, also auf einem anderen Dach in Sicherheit bin. Ja, bist du eitel? Nein, eitel bin ich auch nicht. Ja, so kannst du dich weiter rüber rollen, robben, kriechen. Immer mal wieder greifst du ein schwarzes Schmier, was auch immer das für Schmier ist und warum es auf dem Dach ist. Aber kannst dann unglaublich verdreckt, gut, tarnen und täuschen, hast du natürlich auch gelernt in der alanfranischen Armee, dein Gesicht ist kohlrabenschwarz, auf der anderen Seite wieder auftauchen. Und siehst direkt unter dir in der Gasse 1, 2, 3, 6 Leute und viele weitere zahlreiche, die auf der rechten Seite von dir am Hafen stehen. Mittlerweile brodelt das Wasser wohl. Der ganze Hafen ist belebt und Blasen, die dort zum Vorschein kommen. Unsere Leute sind da im Gebäude drin, sehe Du ich hast also keine nicht. Ahnung, wo die sind. Wir sind hier irgendwo die Straße entlang gegangen. Da drüben gabelt sich die Straße, Die hier sind in den gabelt sich die Häusern Straße. verschwunden. Du weißt nicht, wo sie sind. Kommen hier aber auch leider nicht ungesehen über das Dach rüber. Irgendwann muss die Ferkina-Ablenkung losgehen und dann denke ich mal, bewegen sich die Kultisten auch neben mir. Dann behalte ich diese Stellung erstmal und baue auch meine Abalone mit dem Dreibein auf vielleicht. Wird es ja wichtig. Du baust deine Abalone auf. Haben wir in unserer Truppe Leute mit Bögen? Also. Ich hab einen Bogen. Ich hab eine Balustrine Von den Trollzackern werden wohl 10 Leute einen Bogen haben. Sehr archaisch, aber ja. Okay. Ihr könnt erkennen, nee, Diamantis würfelt mal eine Sicht-Verstecken-Probe und die anderen eine Sinnenschärfe-Probe. Nicht? Sicht. Hat für ein Crit. Zeit, dass Diamantis gut würfelt und ihr schlecht. Oh Gott, mit Ansage! Mein Gott liebt mich wieder! Naja. Galan, du siehst, wie Diamantis oben gerade sein Dreibein aufbaut und nur darauf wartet. Er hat euch nicht gesehen, aber es gibt ein kurzes Klopfsymbol gegen die Fensterläden von dir. Die Fischmenschen, die Kultisten, schauen wohl kurz in die Richtung, halten das aber für den Wind. Diamantis kann es aber zuordnen und du weißt, die Klopfsymbole, das ist Jalan. Da einmal ein Nicken in die Richtung und das Auge wird an das Visier der Abalone gedrückt. Grimmiger Blick, die Zigarillo nochmal wieder zurechtrücken. Jetzt geht's los. Guck die anderen nochmal an. Hinterhalt geschützt mit.
Silenzium. Bringt sie alle um. Bulltag sagt den Torwallern, die sollen hier erst die da draußen umbringen, sich dann ein Stück die Straße da nach da vorne, auf ihn würde in die Richtung zeigen, zurückziehen und da halten. Die vier Kinder sollen direkt da oben hinlaufen und alles umbringen und auf die Torwaller warten und sich dann nach und nach in Richtung des alten Tempels zurückziehen. Können wir etwas die Straße runtergucken, geradezu vom Haus zu, weg? Also hier runter, oder? Ja, doch, ihr habt Sinnenschärfe gewürfelt. Ihr könnt die auch sehen. Zumindest die hier unter diesem Zeltdach stehen. Seht ihr dort hinten die Leute? Die werden aufmerksam werden. Könnt ihr nicht. Deswegen haben wir ja die Nachhut. Könnt ihr nicht hier eine Illusion platzieren, dass nichts ist? Bulltox, spätestens wenn wir hier alle langrennen, werden noch mehr Leute sein. Ja, aber wenn ich es still mache, dann hören sie nicht, diese Leute sterben. Rastula Akbar, wir sollen in Richtung rechts laufen, ja? Nein, ihr sollt die hier vorne umbringen und dann nach links laufen. Nach links? Links, da werden irgendwo Feinde sein, tötet sie. Dann wartet auf die und ich zeige mal auf die Torwaller. Die werden erst hier ein bisschen kämpfen und sich dann in eure Richtung zurückziehen. Ihr haltet so lange ihr könnt, zieht euch dann zusammen mit den Torwallern in Richtung des Tempels zurück. Des ehemaligen Tempels, also die Straße hoch. Dabei tötet ihr so viele, wie ihr könnt. Wir sind die Vorhut, ja? Ja, und wir rennen währenddessen durch und zerstören diesen Monolithen, oder wie auch immer das Scheißding heißt. Schlussstein. Für Rastula. Schlussstein. Für die 99 Gesetze. Ja, und sie verstoßen gegen mindestens 10. Jetzt? Bulltox, bist du bereit? Ja. Denkt dran, das Ziel ist der Tempel. Lasst euch nicht aufhalten. Ja. Rennt wie die Teufel, meine Treuzöcke. Rennt wie die Teufel. Und dann, Gonnech, du trägst mich. Das geht schneller. Nick ich den Verkinern zu, dass sie rausrennen sollen. Am besten durch die Fenster. Ja. Die Türen werden aufgetreten. Die Fensterläden werden aufgetreten. Holz knackt, splittert. Der Silenzium wieder abgefallen. Und die ersten Kultisten sterben in wenigen Augenblicken. Hinterhalt die Säbel, die Doppelkonchoma, die Waffen, die archaischen Dinge von den Ferginern werden brutal geschwungen. Köpfe, die abgetrennt werden. Einige werden noch an den Haarschöpfen gegriffen, wenn es dann unter den Kultisten, unter den Roben dann zum Vorschein gekommen ist und sie mit einem lauten Tritt entweder in Richtung Strand getreten oder aber mit sich an den Gürtel gebunden. Sie sterben wie die Fliegen. Ja, währenddessen wir mit den Trollzöckern rennen wir hier hoch, die Torwaller sollen uns folgen und dann alles abfangen, was uns angreifen würde. Ich würde mal einen kurzen Pfiff von mir gehen, damit Diamantis auf mich aufmerksam wird und dann ihn dann auf Artax symbolisieren, Feuer nach eigenem Belieben. Feuer auf eigenes Ermessen. Während ihr nach und nach aus dem Haus rausschwimmt, aus dem Stall und die Leichen der Kultisten vor euch sehen könnt, wie sie dort ausbluten, selber dann den Laufschritt auf Geschwindigkeit aufnehmen, könnt ihr sehen, wie die Kultisten am Strand, einige Meter von euch entfernt, grob 30, selber das jetzt Ganze erblickt haben und grimmig ihre Kriese, ihre Dolche ziehen und in ein quakiges Blubbeln verfallen und dort jetzt das Schreien am Strand beginnt. Sie haben euch entdeckt. Gut, dann gehen wir in die erste Bewegungsaktion. Die Ferkine hatten, nachdem sie die abgeschlachtet haben, den ersten Schritt dorthin gemacht. Und sie wollen weiterlaufen, so wie Rafim es ihnen gedeutet hat, und zwar in diese Richtung. Ihr wollt aus dem Fenster klettern, steht jetzt hier. Wo wollt ihr jetzt hin? Also ich denke, unser Plan sollte sein, einfach straight die Straße hoch und ja. Die und die halt kämpfen lassen. Ja, ihr seid die Helden. Das hier sind die Torwaller. Was macht ihr mit den Torwallern? Die bleiben? Die bilden die Nachhut. Genau, die bilden die Nachhut und sollen sich halt nicht abschlachten lassen. Okay, und die Treuzacker nimmst du ganz normal mit, die führst du dann bei dir in deiner Bewegungsaktion. Genau, die sollen erstmal bei uns bleiben. Okay, gut, dann. Also solange hinter uns nichts passiert, sind die Torwaller im Grunde auch bei uns. Ja, die halt nur darum kämpfen, wenn sie müssen. Die Kultisten strömen jetzt aus den noch belebten Häusern, aus dem Strand in alle Richtungen. Es gab, wie gesagt, quakige Geräusche und jeder würde dann in eure Richtung kommen.
Diamantes, du wirst auf alle Fälle mitbekommen, dass jetzt nicht nur das Schreien lauter geworden ist, sondern vor allem auch der Singsang und einige Priester am Strand stehen geblieben sind. Andere bewegen sich über die Gassen euch entgegen und würden dann euch versuchen, auch den Weg abzuschneiden, so dass denn irgendwie möglich ist. Die Verginer würden dann die ersten Scharmützel beginnen und hier auf die erste kleine Gruppe treffen, die sie dann erstmal an sich binden, sodass ihr an ihnen vorbeiziehen könnt. Gemeinsam mit Abelmir, Trollzackern und die anderen bleiben leicht zurück, würden aber noch nicht stehen bleiben, auch wenn sich jetzt die Gassen vor euch und hinter euch füllen und euch den Weg abschließen. Diamantes, was tust du? Ja, kann ich denn einen dieser Priester beim Singsang begutachten? Das wäre dann mein Ziel. Für den ersten Schuss. Schussweite 50 Meter. 50 Meter, gut. Ich muss das kurz öffnen. Ich glaube, das ist maximal zweite Reichweite bei der Abalone. Ja, wir können uns gerade mal die Regeln für den Fernkampf ansehen. Ich hatte mal einen Elfen und selbst der hatte keine so kranken Reichweiten. Das Ziel ist menschengroß, ist eine plus 2. Dann die Entfernung sind 50 Schritt, da musst du selber gucken, wahrscheinlich plus minus 0 oder plus 4. Das Ziel ist stillstehend, minus 2. Es ist aber nicht unbeweglich, es ist nur stillstehend. Die Sichtverhältnisse sind zurzeit dunkel, das Wetter hat sich verdunkelt, ist eine plus 3. Wenn du Dunkelsicht hast, dann würde das natürlich halbiert werden. Hab ich halbiert nicht. Werden. Schuss auf den Zweibeiner ist egal, sonstige Modifikation. Du bist da oben, aber das ist kein Steilschuss. Der Schuss ist für ihn sowieso egal, da er Meisterschütze ist. Es ist die dritte Kategorie, das heißt plus 2. Nein, es ist die zweite. Die dritte fängt bei ihrem Wert erst an. Achso, ach stimmt, okay. Also es ist plus minus 0. Ja, dann hast du eine plus 2 für einen Mensch und minus 2 für stillstehend und dann nochmal durch die Dunkelheit eine 3. Das war so eine plus 3. Ja, ich glaube, ich mache da mal eine Ansage rein. Sonst vergeude ich ja einige Punkte. Plus 20. Nee, plus 3. Machen wir mal eine plus 10 raus. Du möchtest einen 10er Wucht ansagen? 10er Ansage im Fernkampf, genau. So, ich würfel mal unerschwert, aber die Erschwernis wäre 13. Tatsächlich wäre das nur 11. Ich will die 13. 12er Ansage, weil ich habe noch einen Entfernungssinn, da habe ich nicht mit reingerechnet. Ich wollte gerade sagen, er will die 13 noch nicht eintragen. So, das wäre geschafft, Männer. Siehst du die 20? 21. Siehst du die 20 wäre drin gewesen? Ja, dann den Schaden bitte von deiner Arbalone, ja? Genau, da kommen 12 Punkte wegen der Ansage rauf und 2 Punkte wegen der Entfernung. Das sind plus 14 und er ist sowas von tot. Ja, das sehen wir jetzt. Trefferzone? Das 40. Holy shit. Trefferzone ist der Schwertarm. Er hat kein Dolch in der Hand, sondern einen merkwürdigen Stab. Sicherlich irgendwie ein unheiliges Beschwörungsinstrument für den Malmer, den er gerade aus dem Hafen holen wollte, um ihn gegen Jarlan zu werfen, gegen Rafim. Da explodiert in einem Sprühnebel nicht nur das sehr merkwürdige Instrument, sein Arm, er blickt auf den Stumpf und bricht dem Wundschwert erliegend ausblutend zusammen. Ja, das wird dann einmal mit einem Lächeln begutachtet, oder ein Lächeln, man bleibt natürlich eiskalt. Und schnellstmöglich, das war der eine Schutz, den ich gerade hatte, richte ich mich auf, das Dreibein wird eingeklappt und ich setze zum nächsten Sprung an. Ich hoffe, der ist Nachbar. Du kannst erkennen, wie eben wohl ein, ist es ein Kind, zumindest ist es wohl ein Frosch. Aus der Lücke, die du eben ignoriert hattest, kannst du sehen, wie ein kleines, schwarzes, schleimiges Wesen, vielleicht kommt das aus der Badewanne, nach oben gehüpft ist mit einem einzigen Sprung und schleimig mit, es sind keine Tentakel, es sind große Schwimmhäute zwischen den Fingern, zwischen den Beinen, kommt es auf dich zugehüpft. Gut, das Vieh ist hinter mir, kann das gerne bleiben. Ich nehme kurz Anlauf und möchte hier wieder rüberspringen. Sekunde, wie weit ist das? Ja, 3 Meter Anlauf. Ja, 5 Meter. Sehr in eine Ruine reinspringen. Dann gib mir... Ich glaube, die Athletikprobe brauchen wir nicht. Würfel sie mir trotzdem mal.
Du stehst unter Druck, du stehst unter, ja, wenn du jetzt nicht schaffen solltest. Doch, klar. Stürzt du auf die Straße, du stehst auf der Ruine, dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe hinterher. Oder eine, naja, Baukunst finde ich nicht. Glück brauchen wir nicht. Gassenwissen. Ja, würfel ich ungern, aber würfel ich. Ein Punkt. Ja, du merkst wohl, wie irgendwelche Algen dort hochgewachsen sind. Der Stein ist unglaublich trocken und bröckelig. Gib nach, du trittst mit den Beinen schnell hinterher. Du musst weiterlaufen. Der direkte Stein bricht hinter dir zusammen. Und du läufst, während das Haus hinter dir zusammenbricht. Du hörst ihn wohl noch weiter quaken. Auch wenn er jetzt in dem Schutt und dem Geröll nicht mehr zu sehen ist. Zumindest in dieser Wolke. Aber er verfolgt dich wohl, das kleine Ding. Und der Schuss war natürlich urlaut. Dementsprechend andere Kultisten sind jetzt auf dem Weg zu dir und auch sie hüpfen jetzt hier auf die Häuser hinauf und versuchen dich zu verfolgen. Du kannst unter dir sehen, wie die Ferkiner dort leicht unterlegen sind und gegen andere Kultisten fechten. Sie sind unglaublich blutig und brutal, vor allem Jarrah bin Harazami, der da wohl auch seinem Rang, seinem Namen alle Ehre macht. Die Torwaller versuchen das Ganze noch zu unterstützen und für einen Ausfall zu sorgen. Wie willst du wohl weitergehen? Ja, bisher hat das ganze Parcourslaufen gut geklappt, deswegen gehe ich weiter über den Dach und versuche jetzt hier rauf zu springen, die nächste Ruine, weil das ja letztes Mal so gut geklappt hat. Ja. Du weißt, dass du wohl über das nächste Zelt nicht rüberkommen könntest. Du musst jetzt so oder so, müsstest du runterspringen. Ja, aber da sind glücklicherweise Leute, die mich nicht direkt angreifen. Also springe ich lieber da runter. Als irgendwo selbst anders. Dann erst die Athletik und danach die Körperbeherrschungsprobe, um gezielt runterzufallen. Aber gut, wenn du die Athletik nicht schaffst. Ja, wo ich nachgesehen, ableiten ist wirklich plus 5 nur. Echt? Ist geschafft. Mhm. Ja, dann kannst du dich über die Zeltbalustrade so ein bisschen versuchen runterfallen zu lassen, runterzugleiten, während das unter dir nachgibt. Irgendwelche Seile reißen, Körperbeherrschungsprobe. Entfernung sind 3 Meter nach unten. 3,5 Meter nach unten. Wir runden auf, also eine Körperbeherrschungsprobe plus 4. Ja, ich habe 11 Punkte über, das heißt, dann bekommst du 4W6 minus 4. Müssen wir nicht auswürfeln. Ja, genau, du kannst weitere 4 Würfel rausziehen, bekommst nur Schadenspunkte, gleitest an der Zeltplane entlang, kannst noch einigen Torwallen, die mit lautem Gebrüll dir den Weg freihalten, klappst währenddessen noch in aller Seelenruhe das Dreibein zusammen und zu den anderen aufschließen. Die steht vor dem Swafnir-Tempel. Was wollt ihr tun? Zu den Boden. Ja, direkt am Strand gelegen, wohl umgedreht, könnt ihr sehen, wie dort wohl 2-3 Löcher klaffen. Die sind noch nicht seefähig, aber die könnte man sicherlich mit sowas wie einer Holzbearbeitungsprobe, könnte man das so schnell wie möglich abdichten. Oder Zimmermann wäre auch möglich, Bootefahrenprobe abgeleitet wäre möglich. So sind sie auf alle Fälle nicht tauglich. Vielleicht im Swafnir-Tempel, da gäbe es vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten, die zu reparieren, aber... Ja, ihr könnt sehen, wie die Bucht vor euch sehr dünn wird. Da ist wohl ein Teil des Landes abgebrochen, abgesunken und nur eine sehr rutschige Landbrücke, eine Landzunge, die überhaupt noch möglich machen würde, da rüber zu glitschen. Boote fahren wäre wohl sicherlich die richtige Variante. Ist die Holzbearbeitung nach Schwert, oder? Nee. Also es soll ja nur kurzzeitig... Wie weit ist es von hier nach hier? Moment, was? Wo? Von hier nach hier. Ja, also 1 zu 1. 1 zu 1? Okay, warte, ich muss mal... Etwa 10 Schritt. Genau, also... 6 Schritt? Ja, du kannst halt... Also das ist halt rutschiges Gebiet, ne? Wenn du da jetzt reintrittst in den Schlamm, dann bist du halt trotzdem im Wasser drin, aber... Geh mal davon aus, dass du diesen Ausläufer wohl nicht, wenn du jetzt mit aller Kraft reinspringst, gerade mit 50 Rollzackern, die alle nach und nach reinspringen, dann wird das verschwinden. Ich denke, er möchte ein Solidirit ziehen. Nee, ich habe kein Solidirit. Ich habe nur ein Dossert. Okay, wie lang? 6 Meter. Oh, na, nie im Leben. Nee, das war mit halt 6 Metern hättest du gerade so das, was auf der Karte der Wasserbereich ist, abgedeckt. Ja, genau. Swafnir-Tempel selber vernichtet. Ihr könnt wohl im Inneren sehen, wie der Tempel geschändet worden ist. Es gibt noch eine abgebrochene Walstatuette, die zerstört worden ist, und zahlreiche Knochen, die wohl aber auch zertrümmert dort liegen. Und eine große Humeria-Zange, eine Schere.
Mach die Boote bereit. Trollzacker, Verteidigungskreis bilden. Die Hurensöhne sind da hinten und ich will keinen von denen zu uns durchgelassen sehen. Ja, aber ich würde Holzbearbeitungsprobe würfeln. Okay. Ach. Holen wir so viel Zeit raus wie irgend möglich. Die Trollzacker vereinen sich am Strand, halten euch so ein bisschen den Swafnir-Tempel sauber, sowohl von dem Strandseite, von der Strandseite aus, als auch von der Straßenseite, während die anderen euch im Swafnir-Tempel umblicken könnt. Diamantes, du kennst dich doch mit der Scheiße aus, kannst du dir nicht helfen? Wie sehen die Boote aus? Sind sie noch befahrbar? Ja, ich sehe Löcher, also Löcher sind in der Regel schlecht. Aber so können wir die auch nicht abdecken. Provisorisch verkleben. Sucht nach Holz und Teer. Ihr könnt erkennen, wie mittlerweile wohl einige Torwaller ebenso zu euch aufschließen. Sie sind blutbeströmt oder Schleim, blutiger Schleim beströmt. Vor allem könnt ihr auch Freya Torkils dort ja erkennen und Stierbjorn, die dort irgendwelche torwalschen Begriffe rufend auf euch zukommen und wohl gerade unglaublichen Spaß an diesem Gemetzel haben. Währenddessen füllt sich der Strand weiter mit Kultisten und Türen, die aufgetreten werden. Ihr könnt diejenigen, die ja gerade versuchen, die Boote zu reparieren, erkennen, wie sich wohl auf der Südseite des Hafens ein gewaltiges Monstrum an Land schiebt. Oh je, schneller, schneller! Ich tue, was ich kann, aber wenn ich ein Loch mache, dann bricht ein neues auf. Oh. Noch viele, viele Schritt von euch entfernt, aber gewaltig. 8 tickende Spinnenbein, dick wie Schiffsmasten, mit Algen bedeckt, schiebt sich stinkend ein gewaltiger Malmer an den Strand. Der gewaltige Körper ist groß wie Lessankan selbst, der goldene. Ein breiter Schuppenpanzer bedeckt die Kreatur der Niederhöhlen. Dämonisch glupschende Augen, die euch erfassen, und groteske Scheren, die Luft miasmatisch zerschneiden. Dann verdeckt er fast den Himmel mit seinem morbiden Körper, als er starksend auf euch zumarschiert. Ein Steg, ein Kai, Holzplanken, die nachgeben und mit einem Knacken in das Wasser eingesogen werden. Stierbjorn lacht laut und auch seine Frau werden sich lachend zwischen die Trollzacker schieben und den Kampf in der ersten Reihe suchen. Ja, ich würde die Trollzacker formieren, dass sie die Torwaller da alleine kämpfen lassen sollen und sich schon mal bereit machen und vielleicht mit ihrer Körperkraft zumindest helfen bei den Booten. Das Boot zu halten und dass wir schon mal schauen, dass wir die dann auch ins Wasser kriegen. Alltax, du dich dran denken. Er ruft dieses Mal, und das fällt dir erst viel zu spät auf, das erste Mal auf Gareti. Du dich dran denken. Bolzen an Bein und dann Wagen mit Stroh. Ja. Ihr euch das schaffen. Wir holen Zeit. Wir regeln dann am Ende alles. Ein lautes, blutiges Lachen. Freya Torkils dort, die hat da wohl vielleicht in irgendeine Kehle gebissen. Erinnert euch vielleicht ein bisschen an einen Blutschluck, während sie das tut und weiter mit ihrer riesigen, gewaltigen Axt den Kultisten, die ja wie Spielzeuge unter ihrer Axt fallen, den Garaus macht. Ja, dann blickst du noch kurz hinterher. Du könntest ihr hinterher rennen und sie jetzt vielleicht zu Fall bringen. Proben auf Gerechtigkeitswahn. Komm, ich probe sonst nie auf meine Nachteile, heute ist mal drin. Ich besinne mich meiner Pflicht. Sie wird wohl sicherlich gegen den Malmer sterben, wie er dort auf euch zumarschiert. Und du bist auch ganz froh, dass sie wohl als erstes dann gegen ihn drauf geht. Derweil kann Diamantes den letzten Nagel ins Holz schlagen und die Boote wohl in aller Wildniseile nicht unbedingt hochseetauglich gemacht hat, aber für diese kleine Landzunge wird es reichen. Es wird lange dauern, die Torwaller, die Trollzacker überzusetzen, aber es gelingt. 3 Boote. Gut, es wird reichen. Nur nicht gegen, ja? Schnell. Trollzacker in die Boote, wir gehen. Ich achte darauf, dass sie sich auch halbwegs gleichmäßig verteilen und jetzt nicht alle mit Rafim ins Boot holen. So, 50 Mann. Ja. Wie viele kriegen wir überhaupt unter? 10 Mann pro Boot? 12 Nee, 8. Mann? 8 pro Boot. Also okay. Es wird oft übergesetzt werden, aber ihr habt zum Glück 3 Stück und die Landzunge ist nicht so sehr groß. Sind hier noch irgendwelche Proben fällig? Boote fahren. Kann ich stattdessen über Seefahrt die ganze Mannschaft anleiten? Wenn du am Strand zurückbleibst, das Ganze mit Seefahrt dirigierst, ja, und irgendjemand anderes wird dann für dich dich übersetzen, also dich dann selber rüberrudern, dass du das nicht machen musst.
Okay, dieses Risiko nehme ich hin. Dann, ich nehme an, Spezialisierung Kapitän zählt nicht, also würfel ich mal normal. Also, eine Fahrt würde ich machen, danach würde ich erstmal meine Abalone nochmal laden wollen. Dann kannst du ja im Grunde mit mir am Strand stehen und das Ding laden. Diamante, Steilschuss dort hinten in den Haufen. Feuerbolzen? Exakt. Gut, dann. Raphim wäre gerade am Rudern, würde sich dann aber doch umdrehen, wenn er das hört und möchte sich jetzt gerne das Schauspiel anschauen. Ja, ihr könnt erkennen, vor allem Raphim kann das erkennen, deine Augen sind verengt. Die ersten drei Torwalle, die in der riesigen Schere von dem Malma zerquetscht werden. Ich offenbare euch den Schaden vom Scherenschnitt. Und weitere, die unter seinem Stampfen zugrunde gehen. Geht ja eigentlich. Raphim überlebt das. Beim ersten hätte ich keinen Schaden gekriegt. Also lächeln kann, war schlimmer. Ja, Raphim nickt einmal anerkennt und klopft sich dann noch einmal seine roten Schuppen ein bisschen gerade. Überlegst noch kurz, ob du wieder zurücklaufen sollst, aber du bist der König und musst deine Leute anführen. Sodass ihr dann unter den Rufen der Torwaler, der Kultisten den Strand hinter euch zurücklassen könnt. Seefahrtprobe ist gelungen, Bootefahrenprobe ist gelungen, dann könnt ihr zumindest das Heldenboot übersetzen und die Trollzacker werden es dann auch irgendwie selber so schaffen. Ihr könnt dann erkennen, vor euch liegt eine Lagerhalle, die mit einem merkwürdigen Fresko versehen ist, was natürlich Bände spricht, ein riesiger Malma, der darauf abgebildet ist. Das ist wohl die letzte Lagerhalle, die überhaupt noch sowas wie eine Lagerhalle ist und nicht abgebrannt ist, die ins tiefe schwarze Innere führt. Die Torwaller derweil verziehen sich wieder zurück in die Gassen und wohl auch einige Ferkiner wie Zulamin erkennen kann, die dort sich dem Kampf anschließen und sich den Torwallen angliedern. Einige Ferkiner haben noch überlebt. Was mit dem Steilschussbolzen passiert? Der soll jetzt abgefeuert werden nach Abel Mirs Befehl. Also, ich gehe mal davon aus, auf welche Menge hast du gezeigt? Und auf die dichteste wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hier irgendwo hin. Das Problem ist, also eben standen da noch die Torwaler, aber ein Schuss auf 100 Meter. Von hier aus 100 Meter. Damit du dann einen Teil vom Malma, vielleicht kannst du ihm sogar mit Glück ein Bein wegsprengen. Ansonsten würden da viele Kultisten dran verschwinden. Was natürlich so ein bisschen angepasst.